Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Bioshock 2. Wir fangen direkt an, machen ein neues Spiel auf. Ich bin ein Shooter-Neuling. Ich habe bereits andere Shooter gespielt. Das ist richtig. Weiter? Achso. Ah. Aha. Mhm. Ja. Mhm. Aha. Ja. 1958. Beneath the Atlantic Ocean. Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Okay. Later. Hallo? Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Oh, das sieht bunt aus. Hier ist alles andersrum. Interessant. Ja, wir können hier
Dinge auseinanderbohren, haben aber wohl nicht unbegrenzt Treibstoff. Und lernen hier jetzt gerade erstmal die Basics kennen. Da springt irgendwo. Da springt irgendwer irgendwo rum. Hier ist Wasser. Ja. Gucken wir mal. Was hier ist. Da blinkt ein Pfeil. Auf jeden Fall kann man damit Leute gut töten. Verbandskasten nehmen wir, Geld nehmen wir natürlich auch mit. Was ist das? Wir haben uns irgendwas Tolles gespritzt. So toll war es vielleicht doch nicht. Oder doch? Ich hätte vielleicht erst den ersten Teil spielen können, um zu wissen, was hier so ungefähr passiert. Hallo. Daddy hat geschlafen. Ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Ach, Daddy! Jetzt hat irgendwer unsere Tochter entführt. Wir sind jetzt elektrisch aufgeladen und können irgendwelche Dinge gegenschießen. Eins. Fünf. Vier. Null. Hat geklappt. Wiegt noch mehr Geld. Im Tagebuch. Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gentonika raus, um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Hörspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen, auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert. Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brain Booster unter seine tägliche Dosis. Welchen Generator sollen wir denn mit Strom versetzen hier? Das sieht mir nach einem Generator aus. Dann, hauen wir doch da mal ein bisschen Strom drauf. Achso, da. Komm. Jetzt läuft er wieder. Lamp sieht alles. Endlich, ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Okay. Didim. Ah, da oben ist sogar ein Pfeil, der uns anzeigt, wo wir hinlaufen sollen. Und wir haben auf M eine Karte. Interessant, interessant. Mit Stockwerken. Ah ja. Na gut, das brauchen wir jetzt gerade nicht so unbedingt. Vielleicht wäre ein Controller für dieses Spiel ganz interessant gewesen. Aber da habe ich mich immer noch nicht drum gekümmert. Ist ein bisschen doof, dass wir keinen Bohrertreibstoff mehr haben. Und die Leute jetzt. Hä? Wo ist denn die andere Leiche hin? Ach, die liegen beide da. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. Lamp is watching. Mal gerade gucken, ob hier oben noch irgendwas ist. Nein, da ist nichts. Dann gehen wir weiter. Ich habe übrigens wirklich überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel. Ich habe mich da noch gar nicht befasst. Hab das aber halt bei Steam drin gehabt und dachte mir, spielen wir das doch einfach mal.
ich auch gerade echt keine Lust auf irgendein anderes Spiel hatte, von denen, die ich angefangen habe. Ich weiß, dass wir erstmal die spielen sollten, die wir angefangen haben bis jetzt, aber es hat ja auch wenig Zweck, wenn ich keine Lust auf das Spiel habe. Und da ist das kleine Mädchen wieder. Hallo. Sein. Nein. Finde einen Verbandskasten. Ich habe keine Munition mehr. Oh mein Gott. Kein Treibstoff. Was passiert hier? Hilfe. Hier spricht Dr. Sophia Lamb. Ah, da ist Treibstoff. Eine Nachricht an das Volk. Esther Jean. Mhm. Big Sister achtet auf Little Sister. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch finden. Ich habe Gesundheit durch Dosenbohnen gewonnen. Ah ja. Hoffentlich kommen da jetzt nicht noch Blähungen zu. Das wäre blöd. Ja. Ja. Ich kann den Munitionstyp wechseln. Ja, jetzt habe ich die Gesundheit verloren, aber Eve gewonnen. Naja. Was auch immer Eve ist, wir haben es gewonnen. Diese Munitionsdinger sind aber auch echt gut versteckt, sodass man da schnell dran vorbeiläuft, wenn man nicht aufpasst. Das heißt, dass wir ein bisschen aufmerksamer sein müssen. Wer lacht denn hier schon wieder? Hüpf! Oh mein Gott! Da ist es wieder. Und es sieht so aus, als ob hier jetzt mächtig viel Wasser reinkommen würde. Ja. Hallo. Dann ist ja mal gut, dass wir so einen komischen Anzug tragen, ne? Boah. Ja. Und jetzt? Wir könnten an die Oberfläche schwimmen. Gibt es hier noch eine? Nein. Ah, dann schwimmen wir hier einfach raus. In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Ne. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Da ist unsere Tochter. Hallo. Nein. Wir müssen zur Bahnstation. Schnell. Ich würde es ja fast wundern, wenn hier unter Wasser nicht auch noch irgendwas passiert. Eine Qualle. Die Musik ist ganz nett, hier. Ein bisschen untermalt. Ach, ja. Sieht so aus, als wären wir gleich... Oh, ein Hai. Irgendwo, wo wir hin müssen, wollte ich sagen. Ah. Da ist wer. Ach, dieses komische Viech. Das soll mich bloß in Ruhe lassen. Aber ich denke mal, dass wir jetzt hier... in einer... Ja, das ist eine Schleuse. Und da sinkt das Wasser. Zack. Eine Errungenschaft.
Hi, 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 hi.